Trainer, am Samstag steigt das Endspiel um den Klassenerhalt. Was für ein Spiel erwartest du und auf welche Tugenden wird es ankommen? Ich erwarte ein umkämpftes Spiel. Ich erwarte, dass meine Mannschaft alles reinschmeißt, dass meine Mannschaft sehr diszipliniert spielt, so wie auch in Groß-Asbach. Und dass wir eben ja, das ganze Spiel Zeit haben, um auch die nötigen Punkte zu holen und nicht irgendwie Harakiri spielen. Dabei ist man auch angewiesen auf die Resultate auf den anderen Plätzen. Was bedeutet das für euer Spiel? Ja gut, für uns bedeutet es das erstmal, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen müssen. Ja? Alles redet nur noch davon, was die anderen machen. Wir müssen erstmal vorlegen, wir müssen selber gewinnen. Und wenn wir das hinbekommen haben, ja, dann können wir uns auch auf die anderen Resultate konzentrieren. Der VfB Stuttgart hat die letzten drei Spiele jeweils 0-1 verloren. Was erwartest du für einen Gegner am Samstag? Ja, das sind U-Mannschaften, die sind spielfreudig, die können alle kicken, wenn man sie lässt. Und ja, sie haben sehr unglücklich jetzt dreimal verloren, 1-0 auch nur knapp, also sind auch nicht überrannt worden. Und ich erwarte da eine Mannschaft, die hier zum Schluss auch nochmal alles geben wird. Was glaubst du, welche Rolle bei dem bereits abgestiegenen VfB die Tatsache spielt, dass der Klassenerhalt nicht mehr möglich ist? Gar keine. Ich meine, wir haben jetzt so viele Beispiele gehabt, wo Dresden schon durch war, wo gewisse Spiele sind, wo man sagt, es geht um nichts mehr, auch bei Münster oder so. Jeder will gewinnen, dafür ist es ein Sport und es ist ein Wettkampf und deswegen erwarte ich nicht, dass Stuttgart hier nur halb spielt. Wie sieht es auf der personellen Seite aus? Ja, bis auf unsere Langzeitverletzten sind alle an Bord. Auch Nils Ole Bog trainiert die ganze Woche mit und da können wir von der Sache her aus dem vollen Schub. Wie erlebst du die Mannschaft in diesen Tagen bzw. in dieser Woche nach dem so wichtigen Auswärtssieg in Groß-Asbach? Ja, wie erlebe ich sie? Ein bisschen lockerer als sonst, wobei ja, heute ist Donnerstag, jetzt geht es langsam darauf, dass man sich jetzt fokussiert auf das Spiel. Und wir arbeiten hart nochmal und werden es denn so dosieren, dass wir am Samstag die 90 Minuten Vollgas geben können. Dankeschön.